Guten Tag und herzlich willkommen zum Berliner Kreis, dem Finanztalk von Mein Geld TV. Platzt die Immobilienblase oder bleibt der Boom? Diese Frage stellen sich sehr viele Anleger, speziell wenn es um Immobilien geht in Großstädten. Doch vielleicht sollten sich Investoren eine andere Frage stellen. Wo sollen sie ihr Geld investieren? In Pflegeimmobilien, in Wohnimmobilien oder Freizeitimmobilien? Das ist die entscheidende Frage. All die Kriterien, die Investoren wissen müssen, um eine gute Kapitalanlage zu bekommen, wollen wir heute mit Experten besprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen ersten Gast, Frau Silvia Dinter. Sie ist Geschäftsführerin der SD Group. Eingeladen haben wir Herrn Thomas Roth, er ist Vorstand der IMAG Holding AG. Bei uns zu Gast ist Herr Thomas Wirz, er ist Vorstand der Zentral Boden Immobilien AG. Guten Tag. Und last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Gerald Feig, er ist Vorstandsvorsitzender der Flexfonds Kapital AG. Hallo. Herr Wirz, überall steht es in den Zeitungen, jeden Tag fast, es ist eine Immobilienblase, es ist keine. Wie muss die Immobilienbranche Angst haben vor einer Blase oder nicht? Grundsätzlich sind erstmal diese Bedenken natürlich gerechtfertigt. Ich bin aber der Meinung, dass man in Bezug auf die Thematik Immobilienblase auch stark differenzieren muss. Das heißt, man muss sich angucken, mit welcher Immobiliengattung hat man es gerade zu tun und an welchen Orten möchte ich am Ende des Tages investieren. Ich kann hier als Vertreter eines wohnwirtschaftlich geprägten Unternehmens halt nur von den Wohnimmobilienmärkten etwas näher mal eine Betrachtung wiedergeben. Wir haben mittlerweile an 15 Standorten in Deutschland unsere Niederlassung und haben aus meiner Sicht einen ganz guten Überblick über das Kauf- und Verkaufverhalten und auch das Wohnverhalten von vielen Teilen der Bevölkerung und würden nicht unterschreiben, dass wir also im wohnwirtschaftlichen Bereich in Deutschland von einer generellen Immobilienblase reden können. Ich räume ein, das ist das, was Sie wahrscheinlich täglich in den Zeitungen lesen, dass es an manchen Orten, vielleicht jetzt mal als Berlin als Beispiel oder auch München, hier zu Überhitzungstendenzen kommt. Das hat bei uns in der Konsequenz dazu geführt, dass wir an diesen Standorten nachhaltig weniger investiert haben in den letzten Monaten und das vielleicht auch für die Zukunft weniger tun werden. Wir haben aber festgestellt, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, dass die Immobilien Blase ja letztendlich nicht nur zinsinduziert sein kann, sondern auch Nachfrage und preisinduziert. Und wenn man sich aber anschaut, wie die Preisentwicklung an vielen anderen Standorten oder in anderen Regionen in Deutschland stattgefunden haben und ob es da ein Auseinanderdriften gibt in Preisen und Mieten, dann können wir das heute so nicht bestätigen. Herr Wirz ist ja ein anerkannter Immobilienexperte im Wohnungsbereich. Das freut mich, dass wir zusammensitzen in dieser Runde. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben ein Problem mit der Definition. Boom oder Blase. Blase heißt ja, wenn man es mal volksökonomisch, betriebsökonomisch nimmt, dass Märkte mit steigenden Preisen bei Wirtschaftsgütern, also damit sind natürlich Immobilien gemeint, die vor allem über ihrem inneren Wert liegen. Was heißt denn der innere Wert? Der innere Wert kann man mathematisch einfach messen, indem man sagt, wie entwickelt sich die Preiskurve und wie entwickelt sich die Mietkurve. Mhm. Und wenn sich genau. Mietkurve und Preiskurve und Einkommens- und Vermögenskurve daneben spiegeln, dann stellt man fest, dass hier diese Schere dramatisch auseinandergeht. Natürlich sind sie in den Großstädten wie Berlin, München eklatant auseinander. In B- oder C-Lagen sind sie etwas dünner, aber sie sind immer, es gibt immer eine Schere, die auseinandergeht. Und daran ist die Blase erkennbar. Also der innere Wert, die Preisentwicklung über dem inneren Wert ist der Indikator für eine Blase. Und wir haben überall in Deutschland natürlich die Entwicklung festzustellen. In München und Berlin natürlich eklatant. Aber ich könnte auch nur den Ratschlag geben, sich heute, wenn überhaupt, in den B-Standorten zu beteiligen, weil dort sind die Potenziale einer Schere am geringsten. Von einer Blase, denke ich, sind wir noch weit entfernt. Im internationalen Vergleich sind die Mieten in deutschen Metropolregionen noch als günstig zu betrachten, wenn wir das vergleichen mit unseren europäischen Nachbarländern. Ob das Österreich ist, Frankreich, Großbritannien, Italien, selbst Spanien in Madrid, haben wir heute höhere Preise als in vergleichbaren deutschen Metropolen. Insofern denke ich, also der Begriff der Blase ist zumindest momentan, was Wohnimmobilien angeht,
noch nicht erreicht. Ich kann das auch weniger jetzt aus der Investorenbrille darstellen, sondern mehr aus den Märkten heraus. Und die Freizeitwirtschaft hat natürlich sehr viele unterschiedliche Märkte und Bereiche. Und deswegen kann man das nicht über einen Kamm scheren. Sicherlich ist beispielsweise in der Hotel-Investment-Landschaft, da kann man schon von einer aufsteigenden leichten Blase vielleicht reden, weil da die Preise sich auch extrem nach oben bewegen und natürlich auch jeweils immer abhängig sind vom Standort, vom Brand etc. In anderen Segmenten ist es überhaupt nicht der Fall. Da zählt auch nicht der Standort, sondern da zählt dann beispielsweise der innere Wert, wie Sie ihn auch genannt haben, und zum Beispiel ein Brand. Also man kann jetzt eine Madame Tussauds in London, eine Immobilie, nicht vergleichen mit einem Kindertobepark in Bottrop. Mhm. Also das heißt, man muss da natürlich auch nochmal die jeweiligen Märkte und Immobiliensegmente in der Freizeitwirtschaft betrachten. Aber grundsätzlich kann ich das eigentlich im Moment eher verneinen. Frau Dinter, die Freizeitimmobilie ist auch ganz doll im Gespräch. Ja. Können Sie uns bitte verraten, Sie als Spezialistin, wo die Vorteile für als Kapitalanlage, wo liegen die Vorteile einer Freizeitimmobilie und warum ist die jetzt immer begehrter? Warum kommt dieser Trend jetzt plötzlich? Weil die Freizeitimmobilie in vielen Entwicklungen mehr Berücksichtigung findet. Also beispielsweise sind wir auch tätig im Bereich der Destinationsentwicklung für Städte, für Regionen. Und da war vor 10 Jahren das Thema Freizeit eigentlich noch kaum auf dem Zettel. Da ging es um Arbeitsstandorte, da ging es oder Arbeitsmöglichkeiten, Büros etc. Ja. Dann natürlich auch das Thema Wohnen. Sicherlich wurde das Thema Handel immer berücksichtigt, also eine gewisse Nahversorgung war immer wichtig. Aber dieser Blickwinkel, wir müssen nun auch den Menschen, die da leben und arbeiten, Freizeit ermöglichen in unterschiedlichster Art und Weise, war eben vor vielen Jahrzehnten noch gar nicht auf dem Tablett. Heute werden wir von Planern angesprochen, von Städten angesprochen, was eben in Regionen möglich ist oder auch beispielsweise im Bestand. Shoppingcenter im Moment vollziehen sich einem großen Wandel. Wir sprechen ja eben von Betreiberimmobilien, haben eine sehr gute Performance die letzten 20 Jahre hingelegt oder man kann diese zumindest jetzt mittlerweile abprüfen. Im Hotelsegment ist es stark sichtbar, die mittlerweile einer Asset Group angehören. Und auch in anderen Bereichen sozusagen hat sich das sehr, sehr stabilisiert. Und man hat auch nicht mehr diese Vorurteile, die können ja keine Miete oder keine gute Pacht bezahlen. Also eher im Gegenteil. Da hat sich also sehr viel positiv entwickelt. Und dadurch reduziert sich natürlich auch das Risiko für Anleger. Es ist auch, muss man sagen, attraktiv für andere Anlagemodelle, beispielsweise offene Fonds, die letzten 2 Jahre die Investitionen in den Bereich Hotellerie um 12% gesteigert haben. Das finde ich schon sehr beachtlich. Herr Roth, die Frage kommt regelmäßig bei uns in der Redaktion rein. Wir haben es vorhin besprochen, der Bedarf. Und man sieht es schon ein, dass man in Immobilien investieren sollte. Aber die meisten Investoren fragen sich, in was für ein Segment und warum und wieso und was, wo bin ich sicher, dass meine Kapitalanlage weiter wächst, wenn ich für mich diese Immobilie entscheiden würde? Können Sie uns dazu was sagen? Also ich kann nur für unsere Unternehmen sprechen, für die IMAG und für die Deutsche Fondsvermögen, die ja eine Tochter von IMAG ist. Wir sind spezialisiert seit über 20 Jahren auf Betreiberimmobilien in der Pflege und in der Hotellerie. Mit 120 Immobilien an der Management unserer Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Hanseatischen, und ohne einen Monat Mietausfall in diesen ganzen Jahren. Das ist ein Investment, das sich für den Anleger bisher immer gerechnet hat. Und Herr Feig hat ja gesagt, eine Pflegeimmobilie ist nur so gut wie der Betreiber. Deswegen ist es wichtig, dass man als Investor sich wirklich auskennt, dass man mit dem Betreiber auf Augenhöhe ist und dass man, wenn es Schwierigkeiten gibt mit dem Betreiber, dem auch helfen kann oder auch, wenn er sich nicht helfen lässt, notfalls den richtigen Ersatz hat. Das ist uns bisher immer gelungen und insofern denke ich, dass wir hier diejenigen sind, die es in dem Markt richtig machen. Warum sollte er sich für eine Pflegeimmobilie entscheiden? Also wir haben bei Pflegeheimen natürlich auf jeden Fall den nachhaltig steigenden Bedarf. Ein Pflegeheim, das heute marktfähig ist, erfüllt so viele Voraussetzungen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen, dass da auch nicht mehr groß dran gedreht werden kann, weil
die Erwartungshaltung und die Vorschriften sind heute so hoch, dass man sich, dass man keinen größeren Luxus mehr wünschen kann und weil der nicht bezahlbar sein wird. Und insofern, das heißt, Sie sind also auch reguliert, ja? Eine heute Markt, ja, natürlich die, durch Heimindesbauverordnungen die, und Landespflegegesetze, die haben heute schon sehr, sehr hohe Anforderungen und eine Immobilie, die diese Anforderungen heute erfüllt, die wird auch in 10, 20, 30 Jahren noch marktfähig sein. Also der Anleger, der Kleinanleger, der sollte sich an einen Anbieter halten, der eben sein Geschäft versteht und das aufgrund eines Performance-Berichts auch nachweisen kann über Jahre hinweg. Okay, ja, das ist eine super Aussage. Und der Investor selbst, der sollte das Risiko nicht eingehen, wenn er kein Verständnis für die Pflege hat. Das heißt, im nächsten Schritt, so würde ich mir tatsächlich Gedanken darüber machen, wenn ich mal für das Segment Wohnimmobilien sprechen möchte, wer ist vielleicht einer der Anbieter, die wie wir vergleichbar am Markt solche Produkte anbieten? Und dann würde ich halt immer schauen, dass diese Produkte nicht an Standorten investieren, die innerhalb eines Fondsproduktes ein zu großes Gewicht einnehmen. Das heißt also, ich würde den Standort der Diversifikation immer mit berücksichtigen, sodass man aus Investorensicht halt letztendlich die Risiken auch breiter verteilt. Dass ihr in verschiedenen Standorten investiert gleichzeitig? Genau, richtig. Okay. Also unsere Produkte sind immer so aufgebaut, dass wir es vermeiden, ausschließlich ein gesamtes Fondsvermögen nur an einen Standort oder in einen Standort zu investieren, sondern wir haben immer eine breite Streuung über verschiedene Bundesländer, sodass wir auch Schwankungen, wie wir jetzt vorhin diskutiert haben, in Berlin dann häufiger auch mal auffangen können. Mhm. Denn unsere Maxime ist, und das ist letztendlich das Rational des Investors, er möchte eine stetige, nachhaltige Rendite haben. Er möchte vor allem ruhig schlafen können. Ja. Wenn er dahinter einen Manager hat, wie vielleicht auch die ZBI, die das seit 2002 in dem Fondssegment sehr erfolgreich macht, dann kann man schon auch mal auf indirekt gesteuerte Produkte setzen. Wenn man sich mit dem Initiator, und das Stichwort Leistungsbilanz fand ich da sehr gut, mal zurücksetzen kann, auch wir bieten sowas an, um Transparenz zu geben, um dem Anleger aufzuzeigen, wir machen das nicht erst seit gestern oder seit vorgestern, sondern wir haben eine lange Historie und wir wissen, wie nachhaltig man um die Anlegergelder kämpfen muss und wie vertrauensvoll man auch am Ende mit umgehen muss und liefern dann die Ergebnisse, die dann auch gewünscht waren oder betreffen die zum Teil auch. Und jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Inwieweit unterscheiden Sie sich als ZBI AG von anderen Marktteilnehmern, die ähnliche Konzepte anbieten? Oder sind Sie der Einzige, der dieses Konzept anbietet? Nein, wir sind sicherlich der Einzige, aber ich denke, wir sind einer der wenigen, wenn nicht das einzige Haus, was so ein Konzept, der alles aus einer Hand mal praktiziert. Das heißt, bei uns wird vom Einkauf über die Bewirtschaftung, das Asset Management, Property Management bis hin zum Verkauf letztendlich alles über eigene Mitarbeiter geregelt. Das fußt so ein Stück weit auch auf der Unternehmensphilosophie. Die Dinge, die man enger an sich binden kann, kann man auch ein bisschen besser kontrollieren. Und die Erfahrungen geben uns da letztendlich auch über unsere Leistungsbilanzen nachvollziehbar recht. Das ist sicherlich eins unserer Alleinstellungsmerkmale. Und das Zweite ist, wir haben immer gesagt, wir wollen uns mit Wohnimmobilien auskennen. Und das ist in der Investorenlandschaft, mit der wir uns beschäftigen, extrem gut angekommen. Weil wir gesagt haben, eine Spezialisierung, die man morgens einatmet und abends wieder ausatmet, die kann über die Woche hinweg eigentlich nur wachsen. Und so sind wir halt auch gewachsen. Und das Wachsen hat sich in Vertrauen der Investorengelder letztendlich zum Ausdruck gebracht. Also zuerst mal freue ich mich, dass die Frage heute gestellt wird, 2017 und nicht 2007 oder 1997, weil heute hat der Anleger, und um den geht es ja auch in erster Linie oder besonders in erster Linie, das große Glück, dass er sich am Markt mit erfahrenen Anbietern tümmeln darf, die ihr Handwerkzeug verstehen. Das war natürlich vor ein paar Jahren nicht der Fall, jetzt im regulierten Umfeld. Es ist eine andere Sache. Das ist natürlich eine große Qualitätssteigerung, die zuerst mal eine große Sicherheit bringt in den gesamten Investitionsmarkt. Auf der anderen Seite hat natürlich jeder Nischenanbieter und auch wenn man natürlich die Wohnimmobilie nicht unbedingt als Nischenanbieter bezeichnen darf, aber so haben sich doch viele Anbieter auf ihre eigenen Märkte spezialisiert. Mhm. Wir haben das getan. Ich leite ja seit 29 Jahren leite ich das Unternehmen jetzt schon als Vorstand und wir haben uns mit dem Thema Einzelhandelsimmobilien und Nahversorgung spezialisiert. Wir haben festgestellt, dass diese Märkte nicht so schwankend sind wie andere Märkte, die wir in Deutschland immer wieder erleben. Und deswegen die Nahversorgungsimmobilie ist die Immobilie, die aus unserer Sicht vielleicht am unspektakulärsten wächst, aber sie ist ein sehr sicherer und bequemer Markt. Letztendlich unterscheiden wir uns bei der Frage, wo wird denn eigentlich im Nahversorgungsbereich investiert? Und wir haben uns natürlich von Beginn unserer
Unternehmensentwicklung für den B-Standort entschieden, also bewusst nicht in die A-Lage Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Hamburg, sondern bewusst in die B-Lage Ludwigsburg, Braunschweig, Kassel oder auch Gütersloh. Und in diesen Bereichen investieren wir. Und da haben wir natürlich unser Spezialistenteam, die sich mit diesen B-Lagen bewusst und gezielt auseinandersetzen. Mit diesen Handelsimmobilien. Genau. Frau Dinter, jetzt sagen Sie uns, nein, nicht in Wohnimmobilien, nicht in Pflegeheimen, nicht in Handelsimmobilien, sondern in Freizeitimmobilien. Warum? Ja, ich kann das natürlich aus 25 Jahre Blickwinkel aus dem Markt der Freizeitwirtschaft beurteilen, nicht aus dem Blickwinkel eines Investmenthauses. Und deswegen kann ich nur empfehlen, wenn sich die Anleger, die Investoren für Freizeitimmobilien empfehlen, sich mit den Profis zu unterhalten. Na, es gibt ausreichend europäische Investmenthäuser oder in Europa Investmenthäuser, große Häuser, die sich bereits schon mit der Freizeitimmobilie beschäftigen, sich gut auskennen. Wir haben ja schon festgestellt, es ist eine betreibergetriebene Immobilie oder Betreiberimmobilie, die natürlich dadurch auch ein gewisses Risiko mit sich bringt und damit behaftet sein kann. Das heißt also, man muss auch das Geschäftsmodell dahinter oder den jeweiligen Brand dahinter verstehen in der Freizeitimmobilie. Deswegen empfehle ich immer, wenn wir auch Anfragen bekommen, sich mit den Profis da auseinanderzusetzen, die Investitionen schon im großen Stil auch getätigt haben. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Immobilien, eine zuverlässige Kapitalanlage. Thank you.